Ein nagelneuer Knaus. Ja, NW, das könnte Neustadt-Weinstraße sein. Ja, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Er nickt schon da hinten. Und ich gehe mal ganz kurz drumrum und es gibt eine große Überraschung. Der ist gar nicht so lang, der Knaus. Aber er beinhaltet nicht nur zwei Menschen, sondern auch drei Hunde. Hier sind die stolzen Besitzer. Ich habe den vor 3 Wochen abgeholt. Ja, genau. Ist das so, wenn du mir deinen Vornamen mal verrätst? Moni. Guten Morgen, Moni. Ich bin aufgewacht. Ihr habt euch neben uns gestellt, ja. Und ihr habt gesagt, wozu braucht ihr denn so ein großes Auto hier, den Morello, denn für drei kleine Windhunde? Ich zeige euch mal die großen. Und ihr habt eine Oma dabei, richtig? Ja, genau. Und für die Oma haben wir einen Spezialumbau. Zeig mal. Eine Trittstufe. Eine Trittstufe. Ein Zusatz. Okay. So, die muss man aufmachen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Langsam die Mäuse. Wow, die sind ja riesig. So, halt. Moment. Ach, sind die goldig. Die Befürchtung war, dass unsere Oma da hinten runterfällt, ne? Okay. Das ist aber gerade aus ganz einfachen Mitteln. In Schutz. So, langsam. Eine breite Trittstufe gemacht. Ja, genau. So, die sind ja echt groß. Und die passen alle ins Wohnmobil. Ja. Drei Stück. Ja. Dann haben wir natürlich, was ein echter Camper ist, den Tisch ausgebaut. Ja, Tisch aus. Erstes. Ja. Damit die Oma genug Platz hat. Und die Oma kommt jetzt, oder? Die Oma kommt jetzt. So, langsam. Wenn du mir mal kurz verrätst, was sind das für Hunde? Was ist das für eine Rasse? Scottish Deerhound. Schottische Hirschhunde. Schottische Hirschhunde? Ja. Die gehören auch zu den Windhunden? Ja, ist ein. Boah, die sehen schon fast ein bisschen aus wie Wolfshunde, so ein bisschen, oder? Die schlanke Ausführung davon. Ja, helfen wir mal. Moment. Die Oma, die braucht ein bisschen Unterstützung. So, Milli, langsam. Muss ein bisschen aufpassen, die denken immer, das Mikro wäre ein Hase. Ja. So, jetzt zeige ich euch mal das Ensemble mal komplett. Aber dass ich dafür Ordnung schaffen. Ja, Ordnung schaffen. Drei Hunde. Es wird ja gesagt, dass Windhunde, die vertragen sich zusammen, richtig? Bitte? Die vertragen sich zusammen, die brauchen einander. Also, da hatte man noch nie Probleme. Die Oma zeigt als mal noch, dass sie noch der Rudelchef ist. Okay. Dann knurrt sie mal und dann mache ich sie in Bogen, aber ansonsten also sind ich hab die noch nie gesehen, die Rasse. Die ist nicht so oft, oder? Na, mittlerweile. Also, ich meine, gibt es schon vermehrt. Natürlich nicht so häufig wie andere Rassen, aber. Ist das Wesen auch so lieb wie die kleinen Windhunde? Ja, absolut. Die schmusen. Sind verspielt. Ja, schmusen, sind verspielt und sind, was man gar nicht denkt, eigentlich relativ ruhig. Die machen zweimal am Tag eine halbe Stunde Rabatz, Power, und den Rest vom Tag liegen die eigentlich faul in der Ecke. Jetzt sagt man so, die großen Hunde, die Lebensdauer ist da schon ein bisschen weniger. Wie ist es denn ja, bei denen? Leider. Also hier, unser Oma ist jetzt mittlerweile schon ein alter Knochen. Die ist schon 11,5. Okay. Ist schon sehr alt, würde ich sagen, für einen Deerhound. Normal müsste man jetzt rechnen mit 10 Jahren. Ist so der Standard. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, wenn wir mal reingucken dürfen, ja, in den Knaus. Ja. Denn wenn man drei große Hunde unterbringt und. So. Ah, ihr habt den Tisch ausgebaut. Ja, genau. Den Tisch haben wir ausgebaut, dass wir hier Platz für die Oma haben. Mhm. Das heißt, die liegt hier. Dann haben wir hier so ein Netz noch eingebaut, dass die nicht nach vorne fallen, die Hunde. Genau. Und dann haben wir hier die Küche. Ja. Die ist recht groß. Dann hier den Kühlschrank mit Gefrierfach. Und hier das Bett haben wir für die Hunde. Das Bett für die Hunde? Genau. Das Bett ist für die Kleine, in Anführungszeichen, für die zwei Jungen. Mhm. Und das haben wir dann so gemacht, dass wir da unten so Inkontinenz-Matratze-Auflage gekauft haben, dass da, falls sie mal nass sind oder so, dass dann die Matratze in Ordnung ist und dann gerade verschiedene Schichten mit Decke. Jetzt eine Frage, ihr schlaft da nicht drin in dem Raum? Ja, wir haben noch ein Hubbett. Ein Hubbett, genau. Okay, das zeige ich mal gerade. Das ist hier oben, das heißt, ihr bleibt heute Nacht hier? Nö. Nö. Wir kommen jetzt gerade aus dem Urlaub. Das heißt, Achso, ihr kam gerade aus dem Urlaub? Ja, genau. Okay, wart mit dem Hubbett spazieren quasi. So sieht's aus. Das heißt, man macht das hier gerade runter. Ja. Und dann kann man schon schlafen. Da gibt es noch eine kleine Leiter und dann kann man gerade hochklettern, fertig. Für euch optimal, oder? Genau, mit den Hunden? Perfekt. Genau, das heißt, wir haben hier genug Platz.
So, geht es wieder nach oben. Und dann wird es gerade während der Fahrt, kann man es dann gerade hier einhängen. Verriegeln. Genau. Hier haben wir dann den Fernseher. Ja, toll. Und dann haben wir ein sehr großes Bad, das kann ich vielleicht noch zeigen. Hier ist das Bad. Ja. Genau. Warte mal kurz, ich halte mal ganz kurz halt, wenn du mal kurz vorgehst. Ja. Haben wir ein bisschen Platz. Du bist jetzt, wie groß bist du? Wie ist deine Größe heute? Wie bitte? Wie groß bist du? 1,68. 1,68, nur von der Größe her. Das heißt, du hast genug Platz, dein Mann auch, zum Duschen? Ja, genau. Ihr habt doch hier drin geduscht? Ja, wir waren auf dem Campingplatz, den haben wir nicht gemacht. Mhm. Was man machen kann, das kann man dann alles hier zur Seite machen. Ich kann das gleich gerade mal vorführen. Und dann geht das gerade, also wir haben jetzt natürlich noch nicht gerade, das ist dann alles irgendwie zur Seite. Du hast uns jetzt natürlich ein bisschen überfalle hier, ne? Ja, gut. Ich dachte mir, wenn die Hunde schon mal rauskommen, die Chance habe ich dann. Genau, da hat man die Dusche. Dann klappt man das zur Seite, genau, dann geht das noch zur Seite. Genau, und dann hat man hier eigentlich genug Platz zum Duschen. Das habe ich noch nie gesehen. Cool, ne? Ja, das heißt, hier oben hast du die Dusche, da ist der Duschanschluss. Genau. Kannst du den zumachen. Hier vorne ist noch ein Rollo, wenn du das mal kurz mal zumachst für mich. Ah ja, okay. Das heißt, man kann das komplett dann... Das ist eine Riesendusche, oder? Ja, riesig, ja. Okay. So, und hier vorne, wenn du es noch einmal zurückverwandelst? Ja, genau. Gerade hier. Das ist, du schwenkst das ganze Bad weg quasi? Genau, das ganze Bad wegschwenken. Genau. Und wieder zurück und hier einmal eingehalten und fertig ist. Wieder zurück, fertig. Gut, ne? So, ihr wart jetzt unterwegs. Wie viele Wochen wart ihr weg? Ah, nur eine Woche. Wo leider. Wo wart ihr? Wir waren am Gründensee, das war super, kann ich nur empfehlen. Mhm. Okay, und der Knaus hat sich bewährt bei euch? Ja, super. Ja. Gab es irgendeinen Stress, irgendwelche Schwierigkeiten? 0,0. Das heißt, ihr habt den neu gekauft, abgeholt? Ja. Stand der so beim Händler oder habt ihr den euch selber konfiguriert? Nee, der stand so beim Händler, es war leider nichts mehr zu kriegen, also das für eigene Konfiguration, weil wir hätten ja ein anderes Polster gehabt, aber das war jetzt nichts mehr. Das war jetzt okay für euch so? Ja, war perfekt. Was man auf jeden Fall braucht, ist hier die Klimaanlage, gerade wegen der Hunde. Ich zeig das mal, die... Schwitzen nämlich ansonsten, wenn es hier zu heiß ist, ist nicht so gut, oder? Nee, ja, gerade für die Oma geht gar nicht und für die andere auch nicht und für uns natürlich auch nicht. Nee, also ist perfekt mit der Klimaanlage, 20 Grad eingestellt und dann kann man nämlich auch weg, kann paddle gehen und irgendwie was morgens gehen wir mit den Hunden, Radfahren und so weiter und dann sind die müde, dann liegen die da, werden abgefüttert und dann haben wir den Tag für uns und können dann paddle und so weiter. Jetzt mal eine Frage hier, das Fernsehen, wenn du mir das mal zeigst, wie das rausgeht, in welche Richtung geht das denn? Das geht nach oben. Nach oben und die Richtung ist wahrscheinlich... Aber mein Mann mal ran, ich habe das noch gar nicht gemacht. Boah, es ist nicht so schlimm, ich guck nur mal rein, dass es oben drin ist. Weil das ist irgendwie... Da drin. Irgendwo muss man drauf drücken. Ihr guckt nicht so viel Fernsehen, wenn du Hunde hast, nee, oder? Ja. Na komm, ist gut. Also da vorne ist es drin. Jetzt wird der Jürgen trotzdem mal geholt. Ich zeige euch nur mal gerade, also ein Flammkocher dabei. Der ist hier. Ups. Und? Das ist aber lieb von dir. Danke, Jürgen. So, ihr habt auch hier drauf gekocht? Ja, allerdings nur Tee und Kaffee. Bisschen. Ihr wart am Campingplatz? Ja, genau. So, deshalb, der Fernseher guckt ja gar nicht. Ich denke so mit drei Hunden. Hast du schon mal ausprobiert, wie es geht? Ja, na komm. Es ist so ein bisschen ein Macker bei Knaus. Die Konstruktion, sie ist zuverlässig, aber ist manchmal ein bisschen schwer. Wenn ich ihn jetzt einschalte. Ja, sucht er automatisch die Sat. Genau, geht die Antenne hoch und sucht automatisch. Von Oyster. Ja. Das kann man auch schwenken auf die Rückseite zum hinteren Bett hin, nehme ich an, oder? Dass du es komplett drehen kannst. Gut, okay. Also hier ist auch noch eine zusätzliche für einen Zweitanschluss um die Ecke rum. Ah, hier, okay. Das heißt, das ist schon vorgerüstet. Also wenn es wirklich so wäre, dass zwei das verschiedenes Programm sehen müsste, wäre das auch noch möglich. So, jetzt fängt die an zu rödeln, die Ratten. So, hier vorne, ihr habt einen Automatikkühlschrank, der macht schön kalt. Ist das angenehm? Super. Da oben drauf habt ihr Eis noch drin? Genau, es ist noch ein, also jetzt haben wir nicht viel drin. Ist noch ein Frierfach drin. Okay, da vorne. Ja. Ja, interessant ist, dass das oben das Fach hat die gleiche Optik wie der Kühlschrank. Ja, das habe ich hier rein optisch, reines Staufach. Okay, schon gewundert. Ich dachte, da wäre jetzt das riesengroße Eisfach. Ja, das Hubbett, hat sich das bewährt für euch? Ja, absolut. Ja. Also wir hatten vorher einen Alkoven getestet, da ist meine Frau, die konnte da nicht. Bring dir alles bei. War dann irgendwie wie ein Sarg. Wie ein Sarg, hast du gesagt? Ja, für sie war das kühl wie ein Sarg. Ne? Und das Hubbett ist ja dann auf der Höhe ungefähr.
Ja, und das ist angenehm. Ist auch mit 1,40 Meter genug Platz für zwei. Ja. Also wir waren uns nicht im Weg. Es geht ja darum, also jetzt der Film, der geht ja jetzt mal über Hunde. Normalerweise habe ich ja Familien, die denn da irgendwas machen. Jetzt fehlt ja hier der Tisch. Ist das schlimm für euch oder geht das? Gar nicht. Seid ihr draußen dann? Ich meine, man versucht ja eh draußen zu sein. Also wir waren jetzt, wir kommen ja gerade, waren eine Woche weg. Wir waren immer draußen, ne? Und am Vorzelt gesessen, also unter der Markise. Das ist ja eigentlich auch das, was es ein bisschen ausmacht. Ne? Du hast die Möglichkeit, die Sitze vorne zu drehen auch? Da bei denen? Genau, die genau, Sitze lassen sich drehen, haben wir jetzt aber gar nicht genutzt. Ne? Ja, genau. Ist der leise, der Motor beim Fahren? Ach, es ist halt ein Lieferwagen-Diesel. Also man hört ihn schon gegenüber einem Pkw, aber es ist jetzt nicht so, dass einem die Ohren wehtun. Jetzt ist der Knaus dafür bekannt, dass er schon mal ein bisschen rappeln kann, so während der Fahrt, wenn man so Kopfsteinpflaster... Das hat mich angenehm überrascht, muss ich sagen. Wir haben jetzt ehrlich gesagt, da wir Neulinge sind, noch nicht allzu sehr drauf geachtet, wie man was verpackt. Und ich hätte eigentlich, wo wir das erste Mal losgefahren sind, fast gedacht, es müsste etwas mehr kleppern. War es aber gar nicht, ja. Da haben die nachgebessert. Das Polster, ist das okay für dich, Farbe? Schön? Wir haben es leider nur so bekommen. Also ich hätte lieber so ein Marineblau. Aber ist okay, also es gab Schlimmere. So, die Heizung, habt eine Luftheizung, die habt ihr natürlich noch nicht getestet, nee, aber das Warmwasser funktioniert? Warmwasser funktioniert einwandfrei. Das ist ein 12-Liter-Boiler. So, die Schränke da drüber. Das heißt, es klappt automatisch runter. Du musst halt nur gucken, dass drunter nichts ist, wie zum Beispiel der Fernseher. Was wäre denn? Also der Fernseher, genau, der Fernseher muss eingefahren sein. Super. Ja, prima. Wenn du mir noch eine Sache mal ganz kurz zeigst, hat sich das bewährt mit dem Klo? Das heißt, ihr geht wahrscheinlich hier drin noch auf die Toilette, oder? Ja, haben wir genutzt. Einwandfrei. Super. Ja, dann gehen wir ein bisschen mal raus. Ich zeige das mal von außen. Die Klimaanlage hat deine Frau schon erklärt. Wichtige Anschaffung, oder? Absolut, ja, mit den Hunden. Ne? Sehr schön. Man braucht aber Landstrom dann. Das heißt, also ja, mit der Batterie. Genau. Nee, das geht mit der Batterie oder mit dem Solar nicht. Sehr schön. Dann gehen wir mal raus. Gucken wir uns den mal ganz kurz von außen nochmal an. Er ist nämlich sehr, sehr kompakt. Das heißt, du kommst überall rein, oder? In die Stellplätze. Ja, also er hat diese knapp 7 Meter, ne? 6,99. Ja. Und hat hier oben einen Aufbau. Der Aufbau ist natürlich wichtig, dass du ein Raumgefühl kriegst, weil ich sag mal, die anderen, die sind alle so ein bisschen beengt. Genau, also er hat die Beule fürs Hubbett eigentlich. Ne? Der normale ist dann da, geht dann eigentlich gerade weiter. Ne? Und er hat diese Beule, damit man im Innen drin dann noch stehen kann unterm Hubbett. Ja, ich zeig's mal gerade von hinten. Ja, wenn du natürlich Hundefan bist, da sind die Anforderungen ganz anders. Das heißt, das Material, das muss ja auch funktionieren dann. Ja, das ist auch die Bettform. Ne? Das ist eigentlich das einzige Modell, der 650 MF mit dem Längsbett. Mhm. Aber nur diese Form mit dem Längsbett ist, dass es nicht so hoch ist, dass die Hunde noch draufspringen können. Alle anderen Bettformen haben dann zwar eine größere Garage, aber sind dann so hoch, dass man das nicht handeln kann mit den Hunden. Okay, das heißt, ihr seid normalerweise nicht so weit weg, denn wenn ihr dann in Urlaub fahrt. Ihr fahrt nicht nach Italien, dann habt das auch vor. Gut, Italien jetzt nicht, aber Schottland, also so Rundreise sind schon geplant. Sehr schön. Jetzt das erste Mal, dass ihr Camper seid? Ja, genau. Also ich meine, gut, man hat, ich früher gezeltet, aber meine Frau, sie ist ein Neuling. Sehr schön. Wenn du mal so lieb bist, da hinten mal aufmachst, ja. Das sieht so aus, als ob es fast ebenerdig ist zum Einladen. Ist auch so, oder? Ziemlich tief. Ja. Und das also geht gut hindurch? Nee, das geht jetzt nicht durch, weil ab der Mitte kommt das Bad. Kommt das Bad. Da ist zwar so 10 cm unten drunter, also für lange Schienen oder was, kann man, also ist durchgängig, aber im Prinzip ist nur die Hälfte. So Skier oder so, können wir da einladen. Genau, oder Stänge, irgendwas. Ne, was ja, jetzt gucke ich mal gerade hin. Ihr habt eine Rückfahrkamera drin? Ja. Ich glaube, das ist auch notwendig. Ja. Die Fahrräder, die kann man dann hinten drauf machen, zur Not? Ja, haben wir schon gehabt. Okay. So, und Optik? Ja, schick ist er. Und er ist kurz. Das hat, ich sag mal, die meisten Leute, die dann sagen, ja, er könnte auch länger sein, wenn man jemals auf einer Fähre war und hat hinten noch mehr Aushub, oder? Ja. Der sitzt dann auch hinten auf. Dir gefällt er rundherum? Ja. War aber nicht ganz billig, nehme ich an, oder? So ein Knaus, der kostet ein bisschen was. Ja. Okay. Ja, wir wollen nicht über Geld reden. Nee, muss nicht sein. Sehr schön. Der hat jetzt die starke Maschine drin? Ja, Mittelsteig, sage ich mal, die 140 PS. Also es gibt ja die 120, 140, aber dann gibt es, glaube ich, auch noch 160 oder was. Fühlt sich aber nicht an wie 140. Die neuen Motoren, glaube ich, die sind sehr durchzugsstark, oder? Ja, also
wie gesagt, sogar im Sechsten, wenn man drauf tritt, kommt noch was. Ne? Also die haben schon einen guten Drehmoment. Schalter, Automatik, für was habt ihr euch entschieden? Schaltung. Ja, sehr schön. Der Knaus aus Neustadt an der Weinstraße, ja. Schon im ersten Test, als ihr ihn jetzt geholt habt, was war das für ein Feeling, den abzuholen, die Übergabe? Hatten die Zeit, jetzt ist ja Corona. Sagen wir es mal so, man hat Verständnis dafür, es war ein bisschen chaotisch. Ja. Die sind ja alle Händler, die sind ja alle überlastet. Ne? Ja. Also, dass das alles dann überhaupt noch funktioniert. Ne? Aber im Prinzip war es dann in Ordnung. Ne? Sie hatte zuerst, also ich war zweimal dort, weil sie dann Solar vergessen habe, drauf zu kleben. Echt? Ja, aber wie gesagt, da kann man, wenn man sieht, was da los ist, ne, hat man da volles Verständnis. Okay, das heißt, die waren lieb zu euch. Aber genau, das hat dann eine Gratis-Tankfüllung gegeben, ne, dass ich zweimal anreisen musste quasi. Ja, wenn du da jetzt stehst und du hast im Prinzip so einen Verkäufermarkt und keinen Käufermarkt mehr, du kommst da hin und musst praktisch noch gucken, was ist noch da, oder? Ja, so ungefähr. Also man muss schon recherchieren. Ich denke, in ein, zwei Jahren wird es mal anders aussehen. Da wird er mal geschwemmt mit der Markt, mit Gebrauchten. Weil dann die ganzen Leute, oft auch die Frauen, dann bestimmt wieder sagen, ah nee, jetzt können wir ja wieder fliegen oder wieder... Da kommen die wieder auf den Markt. Viele Gebrauchte, ja, denke ich schon. Ja, jetzt die Entscheidung für die Marke Knaus, war das dir früher schon Begriff oder wäre dir das eigentlich egal gewesen? Also wir sind wirklich alles durchgegangen und Challenger, Weinsberg, es hat sich einfach so ergeben und sagen wir mal, man sieht, es ist von der Verarbeitung her, sieht man die Schritte dann doch schon, ne, zwischen einem Challenger und einem Weinsberg und einem Knaus. Ist halt immer ein bisschen besser, würde ich sagen. Ne? Sehr schön. Wie ist nochmal ganz genau die Modellbezeichnung von dem? Knaus Skywave 650 MF. Knaus Skywave 650 MF, praktisch Baujahr 2020, korrekt? Ja, korrekt. Genau. Sehr schön. Ja, vielen Dank und viel Spaß mit euren Hunden, denn ja, außergewöhnlich Hunde und Knaus, ja, heute am 30. August 2020. Dankeschön, tschüss. Tschüss.